Ganz im Süden von Bremen, am Einkaufszentrum Weserpark, befindet sich eine kleine Familienkirmes mit Kinderachterbahn, Trampolinspringen und mehreren Kinderkarussells. Auch Spiel- und Imbissbuden gibt es hier. Die Mini-Kirmes liegt ganz im Schatten des derzeit größten transportablen Riesenrads der Welt. Es handelt sich um das im Jahr 2019 in Betrieb gegangene CityStar-Riesenrad der Firma Göbel aus Worms. Das Riesenrad feierte seine Premiere im November 2019 im Winter Wonderland in London. Gebaut wurde es von der Firma Mondial aus den Niederlanden. Das Riesenrad hat eine Höhe von 70 Metern. Die Flächenmaße ist mit 22 Metern Breite und 25 Metern Tiefe sehr kompakt. Es können 288 Menschen in 48 geschlossenen und klimatisierten Gondeln pro Fahrt mitfahren. Es gibt ein Audiosystem in den Gondeln, wo man während der Fahrt unter verschiedenen Musikstilen auswählen kann. Das Riesenrad wiegt 400 Tonnen und wird von 16 Sattelschleppern, davon 6 Schwertransportern, transportiert. Neueste LED-Beleuchtung lässt das Rad in den Abendstunden an beiden Seiten erstrahlen. In Bremen kostet eine Fahrt mit dem Riesenrad für Erwachsene 9 Euro. Die Fahrzeit beträgt ca. 15 Minuten. Das Riesenrad ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Es gibt auch Extras, wie zum Beispiel immer Freitag und Samstag von 10 bis 11 Uhr Frühstück mit Aussicht. Fahrkarten kann man online unter tickets.göbel-worms.de CityStar Bremen buchen. Das Riesenrad ist beeindruckend, nicht nur von der Höhe, es sieht auch einfach toll aus. Auch wenn ich mir eine schönere Kulisse für das Riesenrad vorstellen kann, empfehle ich euch, einmal nach Bremen zu kommen, um selber einmal mitzufahren. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Like oder noch mehr über ein Abo. Und schreibt doch einmal eure Meinung zum CityStar Riesenrad in die Kommentare. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Andreas.